Moin, hier ist Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen im Königreich England. Ja, beziehungsweise nicht ganz im Königreich England, sondern gerade in der Grafschaft von Santok. Und da erreicht uns dieser Mann. Ja, ihr könnt ihn nicht kennen, aber er ist ein wichtiger Mann. Er ist ein Vasall sozusagen des Papstes. Das ist Bischof Anton von Fafa. Und er ist vom Papst gesandt worden als ja, als Botschafter sozusagen unsere englischen Truppen noch zu erreichen und zu informieren, dass sie dabei waren, einen schweren Fehler zu begehen. Denn wir erinnern uns, unser König hat ein Stück weit hinterlistig, damit dieser Kreuzzug mehr seinen Zielen dient, diesen umgelenkt auf Dänemark, auf das Königreich Dänemark und hat sich dann hier mit seinen Mannen unterwegs gemacht und es muss zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo die Armee unseres englischen Königs auf dem Wasser war, dass Folgendes passiert ist. Vielleicht habt ihr es in der letzten Folge schon gesehen. König Stein von Dänemark, er hat diesem Druck sozusagen nachgegeben. Er ist konvertiert. Er hat sich taufen lassen. Er ist jetzt ein guter Katholik, außerdem polnischer Kultur. Ich meine, er sei zuletzt sogar noch nordisch gewesen. Also er hat auch eine andere Kultur angenommen und das ist natürlich auch der Grund, weshalb dann jetzt hier das Königreich Dänemark auch sozusagen nicht mehr in Flammen steht, wenn wir uns den, oder wir schauen uns mal unsere Armee an, genau hier unsere Kriegsgegner anschauen. Und ja, wie gesagt, unser König wollte direkt auf die dänische Hauptstadt marschieren und eben dieser Bischof hat ihn jetzt hier als Gesandter des Pontifikats erreicht, um ihn zu informieren. Nein, das ist nicht mehr nötig, das sollten wir nicht tun. Interessanterweise, es geht immer noch um das Königreich Dänemark. Also das am Ende des Tages würde dann tatsächlich noch ein neues Kreuzritterkönigreich werden. Eigentlicher Kriegsanführer auf der Gegenseite ist jetzt aber dieser Mann, Jarl Geir von Schone, Tykeson. Und ja, da muss sich dann natürlich unser König ein wenig umorientieren. Und wir haben aber hier ja glücklicherweise in der Nähe Versorgung, ist noch so ein kleines Problem. Aber wir haben hier ja glücklicherweise in der Nähe ein paar schwedische. Ja. Das wäre eine ganz schön verlustreiche Schlacht. Ich fürchte allerdings, dass sie. Müssen wir mal schauen, ob wir sie so ein bisschen begleiten können. Ja, so dass unser König hier seine Armee noch umlenken kann, beziehungsweise unser König selbst ist ja gar nicht mit dabei, sondern Herzog Istmund. Und ja, ihr vor diesem schweren Fehler bewahrt wird hier in Fraustadt. Tatsächlich, das ist noch ein Stamm. Stamm von Fraustadt? Ernsthaft? Häuptlingstum von Fraustadt. Grafschaft im Königreich Dänemark. Nun gut, auf jeden Fall den Fehler zu begehen, hier irgendeine unsinnige und nicht mehr angebrachte Belagerung zu begehen. So, jetzt die Frage, wo wollen Sie denn hin? Wahrscheinlich wollen Sie wieder aufs Wasser, gell? Besitzer hat Schulden, ja, das macht natürlich schon viel aus. Der nächste Krieg gegen den König der Bretagne. Er soll auf den Thron. Prinz Aimery, er ist ein Bruder des Königs. Hat selber entsprechend einen Anspruch. Ist aber nur Graf von Penthièvre. So, dann denke ich, können wir hier mal in die Schlacht gehen. Haben wir jetzt nur abgefangen. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ah, und das ist nur ausgeglichen. Ernsthaft? Drei Armeen. Sollten wir es dann wirklich tun? Oder sollten wir schauen, dass wir hier vielleicht noch was erreichen können oder werden die jetzt schon anderweitig angegriffen? Nein. Das gibt einen Komplott bei Hofe. Jemand möchte unseren Ritter und Erzzeugwart Patrick ermorden. Ernsthaft? Gibt es ja nicht.
Was war da jetzt gerade für eine Entscheidung verfügbar? So, jetzt marschieren sie wieder los. Und die Inspiration ist verwirklicht. Ah, das war die, die auf Reisen war. Elinion. Mein König, verkündet sie mit überraschend lauter Stimme. Sie hält stolz ein in Stoff entwickeltes Paket in die Höhe. Ich habe dieses Artefakt von meinen Reisen auf meinen Reisen gefunden. Ich nehme das sperrige Bündel in die Hand und löse die Kordel, bevor ich Schicht für Schicht den Stoff entferne. Im Inneren befindet sich eine Insignie, das eines Königshofes würdig ist. Sie lächelt stolz und erklärt, wie sie die Dankbarkeit eines örtlichen Herrschers in Samiran. Oh, bis wohin ist sie denn gereist? Uiuiui. Okay, weit weg. Für sich gewann eine lange Geschichte, deren Höhepunkt darin besteht, wie dieser Herrscher dem Herrn von Elinion ein Artefakt zum Geschenk machte. Diese Dame offensichtlich. Insignien von prächtiger Qualität. Ein eleganter Insigniensatz von meisterhafter Qualität. Er besteht aus einem Silberzepter, das mit kleinen Jaspisstücken verziert wurde, einer edlen Wollrobe, die mit Garn aus Seide bestickt wurde, und einer großen Jaspis-Kabochon-Halskette. Okay, ja, großartig. Werden wir natürlich mal schauen. Wir haben ja hier die Insignien von König Gyrth. Frömmigkeit, Prestige pro Ritter. Prestige 0,26 und Bekanntheit ist natürlich auch nicht schlecht. Meinung vom Ehepartner. Anziehungsmeinung hier allerdings plus 12 insgesamt und monatliche Tyrannei minus 0,2. Ich glaube, in Summe sind die tatsächlich besser. Gut, hier haben wir noch die Frömmigkeit, die damit reinspielt, aber ich denke, unser König wird bei entsprechenden Anlässen dann diese Insignien zur Schau stellen. So, dann marschieren wir jetzt hier weiter. Es wird uns. Das Problem ist, dass wir hier. Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Moment stehen bleiben. Wir haben hier konkurrierende Armeen, mit denen wir eigentlich nichts am Hut haben. Gegen die sollten wir möglichst irgendwie nicht kämpfen. Jetzt sieht das schon viel besser aus. Haben wir vielleicht sogar Beute dabei, die wir ihnen abnehmen können? Ich glaube nicht. So, 4%. Eure Kriegsbeteiligung 60%. Ich glaube, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann hier ein nächstes sinnvolles Ziel sein? Diese schwedischen Armeen sind hier natürlich immer noch verlockend. Hier sind einige Minen. 10.000 Mann sogar. Das könnte hier für die Belagerer sogar eng werden. Die Frage ist, wo geht jetzt der Papst an Land? Und mit am interessantesten wäre es natürlich schon, hier die Hauptstadt zu belagern, nicht wahr? Es hat aber nochmal einiges an Goldkosten. Oder hier gegen die schwedische Armee zu kämpfen. Gar nicht mehr so viele Boni auf ihrer Seite. Waldverteidigung, okay, damit müssen wir umgehen. Oh, tatsächlich ist auch unsere Versorgung ein Problem. Und es ist unserem König tatsächlich gelungen, die Sprache seiner Gemahlin. Ach, und der Krieg ist beendet, schaut euch mal. Sie ist mittlerweile Königin. Nach viel harter Arbeit habe ich endlich die nordische Sprache gelernt. Endlose Stunden, in denen ich die Betonung übte, schlaflose Nächte, in denen ich den Tonfall nachahmte, unzählige Stunden, in denen ich die Intonation meisterte. Am Ende hat sich all das gelohnt. Während meiner Studien habe ich zudem versucht, den Akzent von Hochkönigin Freydis zu imitieren. Ich bin mir sicher, sie wäre von meinem Ergebnis beeindruckt. Und natürlich achten mich die hiberno-nordischen Bauern jetzt viel mehr. Ja, ich denke, das ist ihm relativ egal.
Ja, aber jetzt seiner Frau einen Brief zu schreiben, wäre doch vielleicht die Möglichkeit. Und sie hat sogar Meinung erhalten. Sehr gut, dann war dieser Brief offensichtlich, na, ja, so, offensichtlich gut formuliert. Und dann schauen wir doch nochmal auf unsere Frau, die jetzt Hochkönigin Freydislig Eoghanan von Irland ist. Schwanger ist sie ein weiteres Mal. Und ja, wir haben ein Bündnis mit ihr. Sehr gut. Ja, ich denke, da ist doch das erste, wenn er da jetzt auch nicht selbst dran beteiligt war, aber dennoch das erste ehrgeizige Ziel unseres Königs sozusagen in Erfüllung gegangen. Sehr gut. Hier oben scheinen die Heere eine erste herbe Niederlage einstecken zu müssen. Das war leider eben abzusehen. Aber vielleicht können wir hier erste Siege erringen. So, jetzt ziehen sich zurück in ihr Gebiet. Dann versuchen wir diese Armee hier. Oh nein, es gibt eine Frühgeburt. Das Kind sollte nicht sein. Meine Gemahlin, Hochkönigin Freydis, versichert mir zwar, dass dies angeblich zum Leben dazugehört, aber dennoch verweilt ihre Hand auf ihrem Bauch. Ja, das muss immer ganz schrecklich sein. Sie ist nicht länger schwanger. So, sie ziehen sich zurück. Na. Ja, und hier würden wir jetzt Zermürbung hinnehmen. Aber vielleicht können wir sie hier abfangen, wo sie nicht in ihrem Gebiet sind. Aber die Versorgung ist natürlich ein großes Problem. König Gauthier von Aquitanien wird angegriffen. Ein Krieg gegen die Tyrannei. So, und wir sollten uns natürlich nicht allzu sehr damit aufhalten, hier irgendwelchen, hier gibt es ein neues Bündnis, irgendwelchen schwedischen Herren jetzt hinterher zu marschieren. Wahre Herrschaft. Vasalisierungsangebotnahme plus 25, okay. Und da gibt es gleiche Möglichkeiten. Der Prinz von Powys. In Wales. Wir fliegen mal eben hin. Das ist tatsächlich nur Ferlix. Mehr hat er nicht mehr. Dennoch, ja. Oh, es ist sehr knapp, aber zu niedrigen feudalen Pflichten würde er das tatsächlich annehmen. Und damit würde dieses kleine Stück hier, wir warten, dass er dem zustimmen muss, dann auch zu England gehören. Und auch hier ist es gar nicht so weit weg. Meinung minus 14. Unser König ist ja ein guter Diplomat, oder? Wenn er hier mal versucht, ihn zu beeinflussen, vielleicht kann er dann Teile seiner ehrgeizigen Ziele tatsächlich auch ohne Krieg lösen. So, hier wird das tatsächlich als unentschieden angegeben. So, und ausgezeichnet, er ist jetzt unser Vasall. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wobei die Versorgung natürlich echt ein Problem ist. Da müssen wir uns relativ schnell, wir erwischen sie aber, wie es aussieht. Ah, minus 20, okay, 29, 18, das ist schon schmerzhaft. Aber ein Erfolg am Ende des Tages. Diese Schlacht war es nicht, sondern diese. Naja, 33, nee, das war sie auch nicht. Das war schon richtig. 9. Mai, ja, 900 Mann verloren. Das war schon schmerzhaft. Und wir müssen jetzt tatsächlich, bevor wir, der Krieg geht hier auch schon wieder so ein bisschen in die falsche Richtung sozusagen,
primär wegen verlorener Schlachten. Aber jetzt kommen sie alle an hier, die Christenheere, und wenn sie sich dann entsprechend formieren. Wir müssen unsere Armee aber auch mal aufteilen. Reicht es denn, sie zu halbieren? Ich denke schon. 2000, 1400. Oh Gott, das sind ja alles. Nee, das reicht überhaupt nicht. Was sind denn das alles für arme Regionen hier? Wir müssen hier fast in tausender Schritte aufteilen, damit wir hier wieder Versorgung aufnehmen können. Boah. Es wird Zeit. Wie macht man das jetzt am besten? So, wir wählen mal die aus und marschieren schon mal. Oh, mit Zermürbung, das geht ja auch nicht. Weil das Feindesgebiet von Schweden besetzt ist. So, marschiert mal da raus. Dann die nächsten. Bisschen sehr kleinteilig, ich muss es gestehen. Das sind jetzt 1700 Mann, das, oh, das gibt's ja nicht. Hilfe! Ach, wir belagern jetzt hier. Das ist Schweden, okay, natürlich. Ja, dann gehört es ja zum Kriegsziel. Ah, jetzt haben wir die Belagerungswaffen da rausgenommen. Ah, jetzt sind die auch in Bewegung. Und es gibt Unterstützung. Gräfin Sigrid ist besorgt über den Verlauf des Krieges, in den ich derzeit involviert bin, und hat in ihre Schatzkammer gegriffen, um meine Bemühungen zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Das können wir wahrlich gut gebrauchen. So, hier müssen wir jetzt nochmal. So, dass wir Belagerer abteilen. Wie viel Garnison haben wir denn hier? Oh, viel ist das nicht. Kriegen immer noch Verluste hier. Ist jetzt gerade ein wenig sehr kleinteilig, aber. Ansonsten macht uns hier die Zermürbung große Probleme. So, die gehen da mal rein. Und ja, die haben hier sogar noch eine Belager an der Hand. Und dann dauert das auch nur noch 18 Tage. Sehr gut. So, wenn ihr jetzt, geht ihr jetzt den richtigen Weg? Ja. Oh, ihr könnt hier stehen. Sehr gut. Nein, nicht dadurch. Ihr sollt auch nicht dadurch gehen. Männer. Es gibt soziale Manipulation. So schnell geht das. Kaum ist er unser Vasall, macht er schon Probleme. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Vasall Herzog Rodri wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihm nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Ja, und das ist doch jetzt so eine Situation, ich finde, die perfekt dazu passt, wie ich unseren König so skizziert hatte. Jemand, der gesellig ist auf die erste Art und Weise, sehr eloquent, sehr nett, so als Everybody's Darling rüberkommt. Aber dann, wenn man ihn so ein bisschen anpiekst, dann doch irgendwie eklig werden kann. So, wenn ich seine offensichtliche Schwäche verspotte, wird er schweigen.
Wenn wir ihn erfolgreich manipulieren, bekommen wir ein schwaches Druckmittel. Er ist auch ein ziemlich guter Diplomat. Ja, sogar noch ein besserer als wir. Alle Probleme auf ihn schieben. Eine subtile Drohung. Oder wir bluffen ihn einfach an. Passieren tut überall dasselbe. Wie sieht es denn mit dem Schrecken unseres Königs aus? 25, naja. Vielleicht wird das so ein bisschen hinten rum mit so einer. Ah, wir glauben, dass er feige ist. Okay. Feige ist er nicht unbedingt. Gewissenhaft. Oder möchte, dass Leute ihn respektieren. Unsicher und stark von der Meinung anderer abhängig. Nee, nicht unbedingt. Eher gewissenhaft. Also die Nachsichtigkeit würde eher hierfür sprechen. Aber das hat nicht funktioniert. Gut oder auch nicht gut. So, wir belagern jetzt die 17 Monate. Würde das dauern? Ja, das macht dann natürlich nicht viel Sinn. Diese Belagerung hier haben wir jetzt aber gewonnen. Dann marschieren wir hier weiter. Wir schauen mal, wie sieht es hier aus? Ja. Und hier gibt es einen Krieg. Earl Baronred von Huntingdonshire greift die Countess Elfgifu an. Er hat hier offensichtlich einen Anspruch auf Northamptonshire. Na gut, wenn dem so ist. So, die müssen jetzt hier leider irgendwie durchziehen. Ja, nicht. Das kommt jetzt hier aber nichts. Och, nö, das. Der marschiert da noch rein, ihr. Ihr könnt nicht mehr stehen bleiben, ernsthaft. Kommt das hier zu einer Schlacht? Armee von Lecke. Die hat noch nicht mal was mit dem Krieg zu tun. Bessere Befehlshabereigenschaften. Ja, dann müsste zumindest eine unserer Armeen mit Befehlshaber zuerst ankommen. In 10 Tagen. Ne, die in 4 Tagen. In 10 Tagen. Ja, dann müssen wir jetzt hier vorsichtshalber mal gerade Befehlshaber auswählen. Ja, dann müssen wir diese Schlacht jetzt wohl oder übel schlagen. Auch irgendwo unnötig. Okay, dann fassen wir hier nochmal zusammen. Wir stehen jetzt hier ein Haus weiter. Ein Hausmitglied greift an. Krieg gegen die Tyrannei von Æthelstan. Der Graf von Deira. Ja, auch eher inzüchtig. So, sie belagern jetzt hier. Dann werden wir hier. Belagerer abstellen. Das werden dann nur diese 800 Mann hier sein. Ja. Und mit euch marschieren wir erstmal weiter. Hier jeweils 2000, 2000. Das ist hier ja gar nicht so schlecht. Und ihr könnt hier auch. Wir nehmen keine Versorgung auf. Haben wir noch jemand anders, der belagern kann? Ja. Der neue Herzog hier aus Wales. Die verlieren sogar noch Versorgung. Gold kann geliehen werden. Nee, das ist noch nicht an der Zeit. So, jetzt werden wir versuchen, hier immer so 2000er Blöcke
zusammenzubekommen. 2400, 2700, ihr könnt hierhin marschieren. Ihr marschiert hierhin und ihr marschiert hierhin. Und dann haben wir noch diese Truppe übrig. Und ihr könnt hier in die Nachbarschaft marschieren. Okay, und hier die Belagerung würde 6 Monate tatsächlich dauern. Puh, das ist aber ganz schön lange. Oh, und hier zieht jetzt eine riesige Armee, knapp 20.000 Mann in den Süden. Wollen die zu uns? Dann haben wir ein Problem. Aber sie scheinen sich darüber zu orientieren. Jetzt sind wir hier schon. Wieso minus 2 im Monat? Wieso nehmen die hier jetzt keine Versorgung auf? Oh, und die marschieren jetzt da wieder rein. Die sind auch darbend. Und brauchen noch 5 Monate. Das geht nicht. Das am besten willen, aber das geht nicht. Und wir müssen hier schon wieder so eine unnötige Schlacht kämpfen. Warum verlieren wir hier? Müssen wir hier auf neutrales Terrain? Und der nächste Krieg, ein Befreiungskrieg gegen den König der Bretagne. So, Männer, seht mal zu. Auch hier verlieren wir. Wie sollen wir denn Versorgung aufnehmen? Es kann nicht sein, dass wir nach England zurück müssen. Bist du mit in diesem Krieg? Ja. Das ist also verbündetes Territorium. Das ist jetzt meine letzte Hoffnung hier, ehrlicherweise. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo wir Versorgung herkriegen sollen. Oh, und das war zu befürchten. Das war zu befürchten. Eine Nordmannenarmee kommt gerade jetzt. Ich habe noch zuletzt bei mir überlegt, die waren nie mehr wirklich eine Gefahr, außer sie wählen den richtigen Zeitpunkt. Und der richtige Zeitpunkt könnte genau jetzt sein. Wir müssen die Truppen sammeln und hier können wir tatsächlich Versorgung aufnehmen. Ja, aber wir müssen zurück. Das hilft ja alles nichts. Wir müssen natürlich primär unser Heimatland verteidigen. Tja, um die Verteidigung des Heimatlandes werden wir uns aber in der nächsten Folge kümmern. Unsere Frau werden wir noch hier dazu holen. Selbstverständlich muss sie uns unterstützen, zu verteidigen. Das Königreich England zu verteidigen, beziehungsweise es geht um Ostanglien soll mal wieder erobert werden. Okay, aber wie gesagt, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.